Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthid hier durchgekommen ist. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthid? Essensreste. Ich wette, Uthid hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Es geht ganz schön schnell. Eine tote Maschine. Uthid hat gejagt. Alles Nützliche wurde entfernt. Uthid hat Teile gesammelt, vermutlich für Munition. Oh, Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbarem.
Uthet hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Der nächste ist ein Treffer. Uthet? So jung und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthet. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. Mehr kann ich nicht tragen. Keine Tricks, nur reden. Na gut, rede. Ich will wissen, was in Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut. Wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthet, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich, das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schattenkaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger, befiehlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner, ob sie mich auch alle für unschuldig halten. Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja! Die Berge gehören uns! Kikuks Killer! Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig! Du hast deine Spuren nicht gut verwischt, als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Zeit zu kämpfen!
Angriff! Wir schicken den Rest nach, sobald sie ankommen! Jetzt liegt es an euch, Männer! Sammeln! Wir können sie noch erledigen! Pass auf, Nora! Angriff fortsetzen! Es ist noch ein anderer Trupp unterwegs! Das waren nicht die letzten. Komm mit, ich habe oben noch Vorräte. Und hab. Steck schnell ein, was du kannst. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Links! Soldat als dieser ab. Was richtig mit? Halt! Was ist los, ihr Deppel? Halte! Das war der letzte Meister.
Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Darüber, dann haben wir ihn. Ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Der hat mich gesehen. Skalpiert die Sonne. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Sonne, lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. In seinem Sitz. Was auch immer ihr dir angeboten hat. Ich verdopple es. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Bahavas ist... Was wird keine... Hoffen... Den... Ich entwoher... Ich war kurz... Was... Oh... Das... Was... Ohne Suche... Wenn... Für... Ich... Werde... Die Nora sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich?